In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Jahreszeiten. Wie ist das eigentlich mit den Jahreszeiten? Wieso weiß man, wann es Sommer, Winter, Herbst oder Frühling ist? Und stimmt es, dass die Sonne im Winter sogar am nächsten steht? Die Antworten gibt es in diesem Video. Fangen wir erstmal an mit, ja, jetzt bald wieder Frühling. Wie ist das? Eigentlich ganz einfach. Die Tage werden ja jetzt wieder länger. Und wenn die Tage länger werden, gibt es irgendwann einen besonderen Tag. Und zwar den Tag, wo der Tag und die Nacht gleich lang sind, also Tag und Nachtgleiche. Und Tag und Nachtgleiche bedeutet, dass wir Frühlingsanfang haben. Und wenn die Tage dann weiterhin immer länger werden, und dann gibt es irgendwann den längsten Tag und die kürzeste Nacht, Sommeranfang. Dann haben wir irgendwann wieder, dass natürlich die Tage kürzer werden und die Nächte länger werden, bis es wieder die Tag- und Nachtgleiche gibt. Und dann haben wir Herbst. Und die längste Nacht, der kürzeste Tag, Winteranfang. Dabei ist allerdings zu beachten, dass wenn wir zum Beispiel Winter haben, hat man auf der anderen Hälfte, also der anderen Halbkugel der Erde, Sommer. Und wenn wir Sommer haben, haben die Winter. Und wir sind tatsächlich, ob es bei uns warm oder kalt ist, hat nichts mit dem Abstand zur Sonne zu tun, sondern wir sind tatsächlich der Sonne im Winter am nächsten. Das ist praktisch der Abstand zwischen Sonne und Erde am kleinsten. Ja, was bedeutet das? Naja, dass der Abstand nicht für die Temperatur auf der Erde direkt verantwortlich ist, sondern das hat etwas mit dem Winkel zu tun, unter welchem Winkel die Sonnenstrahlen auf die Erdoberfläche treffen. Wenn sie relativ, man weiß ja, im Sommer steht die Sonne hoch, daher warm, und im Winter steht sie relativ tief, das heißt, es ist ein flacher Winkel, und damit ist das Ganze, ja, flacher Winkel, kalt. Um das Ganze nochmal so ein bisschen klarer zu machen, habe ich hier eine sehr schöne Zeichnung aus Wikipedia, sei Dank. Und da haben wir folgende Geschichte. Man geht links herum, der 21. März, das ist ein Tag, an dem der Tag und die Nacht gleich lang sind. Das ist für uns, die auf der Nordhalbkugel leben, der Frühlingsanfang. Und für die, die auf der Südhalbkugel leben, der Herbstanfang. Deswegen Nordfrühling, Südherbst. Der 21. Juni ist für uns auf der Nordhalbkugel ein Tag, wo ja der Tag sozusagen am längsten ist und die Nacht am kürzesten ist. Auf der Südhalbkugel ist es entsprechend andersherum. Das ist für uns der Anfang des Sommers. Und für die auf der Südhalbkugel der Anfang des Winters. Am 3. Juli haben wir auch nochmal einen interessanten Tag. Das ist das Aphel. Das ist die größte Entfernung zur Sonne. Das heißt, die Erde bei ihrer Umlaufbahn hat sozusagen den größten Abstand zur Sonne. Am 23. September hat man wieder Tag- und Nachtgleiche. Das ist dann der Beginn des Herbstes bei uns und auf der Südhalbkugel des Frühlings. Am 22. Dezember dann haben wir die längste Nacht und den kürzesten Tag, auf der Südhalbkugel entsprechend andersrum. Das ist dann für uns auf der Nordhalbkugel der Winteranfang und auf der Südhalbkugel der Sommeranfang. Und dann ist noch ganz interessant, der 3. Januar, das Perihel. Da ist der Abstand zur Sonne am kleinsten. Und da sieht man auch sehr schön dran, dass es bei uns im Sommer warm ist und im Winter kalt ist, hat absolut nichts mit dem Abstand zur Sonne zu tun. Das hat etwas mit dem Winkel zu tun, unter dem die Sonnenstrahlen
auf, ja, bei uns auf die Erde treffen. Man weiß ja auch, bei uns hier auf der Nordhalbkugel ist es ja so, dass im Winter die Sonne tiefer steht. Das heißt, die Sonnenstrahlen treffen mit einem flacheren Winkel auf und daher haben wir Winter und im Sommer steht die Sonne entsprechend höher und das ist ursächlich für die höhere Temperatur im Sommer.